Mich lieben alle Frauen, das ist Fakt. Übrigens bist du ein bisschen fett geworden. Ich merke schon, Lady, der Mann hat bei Ihnen schlechte Karten. Gar keine hat er. Mit dem spiele ich nicht. Wie kann es sein, dass Frauen überhaupt keinen Humor haben? Hm? Claudio, du sollst sie haben. Was? Ja, ich verkleide mich, also irgendwie, und übernehme deine Rolle. Die ganze Welt ist Bühne. Und alle Frauen und Männer bloße Spieler. Claudio, dieser speichelleckende Vollidiot, ich hasse ihn. Auf wen hat er es abgesehen? Auf wen hat er es abgesehen? Auf Hero. Auf Hero? Auf Hero! Mit deiner bösen Zunge wirst du nie in deinem Leben einen Mann gewinnen. Wir werden Benedikt und Beatrice in ein Meer aus Zuneigung stürzen. Wenn wir das schaffen, dann kann Amor seinen Jagdschein abgeben. Dann sind wir die einzigen Liebesgötter. Hero soll also Graf Arschloch heiraten. Ich werde eine so unsaubere Wahrheit ans Licht bringen, dass man Misstrauen mit Gewissheit verwechselt. Ich dachte, sie wäre gegen jeden Anfall von Liebe immun. Ja, und speziell gegen Benedikt. Ja, vor allem Benedikt mit seinem arroganten Charakter. Und der hat ja so zugenommen. Ja, und kapiert das endlich. Ihr müsst nicht lustig sein, um uns zu beeindrucken. Es liegt einfach nicht in eurer DNA. Insofern muss Benedikt an seiner Liebe wohl verglühen. Wann wollen wir heiraten? So schnell wie möglich. I'm just a little person. One person in a sea. Das wird noch richtig lustig, wenn jeder glaubt, der andere sei in ihn verliebt und alles ist nur heiße Luft. Sind Sie, junge Frau, hierher gekommen, um mit diesem jungen Grafen verheiratet zu werden? Das bin ich. Die süße Fürchtin stinkt zum Himmel. Ich schwöre bei Gott, dass Don John der Schurke ist. Hero war nicht Hero, sondern Margaret war Hero, obwohl ihr gar nicht bewusst war, dass sie Hero war. Und wer hat sich das alles wieder ausgedacht?